Hallo, ich bin der Lego Maniac und heute reden wir über das Postauto von Lego. Es war damals im Genre Lego City, im Untergenre Flughafen und es erschien im Jahre 2008 für einen Preis von 6,50 €. War so, Lego hat es damals ein bisschen mit der Post, habe ich das Gefühl, weil es gab auch ein Postflugzeug. Ich weiß nicht, ob es ist, wahrscheinlich gibt es auf ganz kleinen Inseln. Dann bauen wir es mal zusammen. So, dann hätten wir es zusammengebaut. Das ist es. Dazu gehört noch ein Briefkasten, aber den habe ich jetzt nicht gebaut, weil ich. Lohnt sich nicht. Es ist einfach ein Briefkasten, der klassische von Lego. Was mir hier beim Zusammenbauen gleich aufgefallen ist, sind mal wieder die Reifen. Das sind dieselbe wie beim Quad bei der Berghütte. Das gefällt mir gar nicht, aber hinten hat man eine Tür, da kann man die Briefe und Pakete reintun. Und auch die Front finde ich sehr gut ausgearbeitet. Also alles in allem bin ich sehr zufrieden. Für 6,50 € kann man da nichts sagen. Und es harmoniert natürlich sehr gut mit dem Postflugzeug, was ich natürlich zufällig auch besitze. Ja. Nicht schon wieder. Ich sag dem Chef immer wieder. Postboten sollten mit dem Fahrrad fahren und nicht mit dem Auto. Wir können das einfach nicht. Naja, was soll's. Pack ich halt euch. Naja, auf dem Umweg. Ja. Und egal wie alt man ist, es macht immer noch Spaß, mit Lego zu spielen. Und bis zum nächsten Mal. Auf geht's, ein Fahrrad kaufen.